willkommen. Bei Foundation zocken wir gemeinsam auf Twitch. Zeichen auch für YouTube. Es regnet. Bindfäden. Ganz ekelhaftes Wetter. Pfui. Hat für uns auch handfeste Konsequenzen. Bedeutet, dass wir weniger Beeren, halb so viele Beeren produzieren, halb so viele Weizen. Für die Brauer, die Bierbrauer auch nicht optimal. Aber ein bisschen mehr Fisch. Aber wir kommen durch. Wir haben so große Ressourcen. Wir haben auch Käse. Käse. Käse ist vollkommen regenunabhängig. Immer gleich viel Käse hier. Fische auch gut, kriegen wir alles hin. Wir sind hier unterwegs, im Augenblick in der Altstadt. Die hatten wir mal begonnen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Lange liegt's her, vor langer, langer Zeit. Da hatten wir... Oh Gott, liegt das lange zurück. Kann sich kaum noch vorstellen, ne? Wo waren wir gestartet? Hier, oder? Das ist das Dorfzentrum. Hier sind wir gestartet. Hier haben wir alles ausgebaut, vor langer Zeit. Und das ist daraus geworden. Wahnsinn, oder? Hier ging es los. Hier begann unser Abenteuer. Schönes Spiel. So. Wir schicken den Vogt nochmal los. Irgendwas einsammeln. Hier oben ist die Produktion noch nicht ganz zu Ende angekurbelt. Wird gebaut. Ist die Köhlerei endlich fertig? Immer noch nicht. Sachen gibt's. Nächster großer Schritt. Ich gebe mal Priorität drauf. Förster wird gebaut. Forsthaus wird gebaut. Alles gut. Das ist der letzte Schritt, die Werkstatt hier. Juri, danke fürs 7. Abo. Liebe Grüße an dich auf Twitch. Wir könnten hier wechseln und ein Wohnhaus heran. Weitere Wohngebiete haben wir eingezeichnet. Alles gut. Wasser ist hier unten. Ich könnte noch einen zweiten Brunnen oben hinsetzen. Da müssen die Leute nicht immer rauf und runter dackeln. Und wir haben hier nur einen Marktstand. Wir könnten theoretisch auch noch einen weiteren hier oben. Also zumindest sagen wir mal einen Brunnen hier oben. Das sollte gehen. Damit die Leute nicht immer so weit rennen müssen hier. So, ich wollte mal mit euch gemeinsam, wenn ihr das möchtet, einen hölzernen Wehrturm bauen. Wir haben zwei Straßen, die reinführen in unser kleines Reich. Das eine ist die hier, von hier. Und die andere ist von hier vorne. Entschuldigung, ich mache hier eine Einblendung weg. Von hier vorne. Die eine haben wir geschützt, ist reine Kosmetik. Mit einem Bergfried hier vorne, das ist der hier. Und dann will das Programm die ganze Zeit schon von uns, dass wir verdammt nochmal endlich mal einen hölzernen Wehrtunnel hier hinsetzen. Können wir auch mal machen. Der beschützt dann hier diese Ausfallstraße. In dem hölzernen Wehrtunnel kann man Soldaten ausbilden. Dafür braucht man Schwerter, die haben wir. Und Arbeitslose, die haben wir auch immer. Da kann man eine Söldnertruppe aufstellen und kann Aufträge annehmen. In einem bestimmten Kapitel hier des Buches im Armeereiter, kann Aufträge annehmen, Leute irgendwo hinschicken, hoffend, dass sie heil zurückkommen und dass sie einem Söldner Geld, Söldner sollte einbringen. Also die man selber kassiert, nicht die Söldner. Das wäre noch schöner. Ob wir das machen bei unseren dicken, bei dem dicken Plus, das ist aber witzig, machen wir natürlich nicht, aber also ich wüsste nicht warum. Ich habe keine Lust jetzt hier das Paradies auf Erden zu erschaffen und einen Teil unserer Leute, weil wir angeblich über Geldprobleme verfügen, dann irgendwie von der Karte wegzuschicken, damit sie irgendwo anderen friedliebenden Menschen den Schädel einschlagen und mit Beute für uns zurückkommen, die wir gar nicht stapeln können, weil unsere Schatzkammer immer voll ist. Also habe ich aber, wir bauen mal einen Wehrturm. Ich will mal wissen, wie es aussieht und ihr vielleicht ja auch. Und der Optik halber, zur Beschützung der Stadt hier. Ich glaube, der ist bei Administration. Hier stellen wir den hin. Beginnt mit einem Hauptgebäude.
Wir verschieben den nachher. Wir platzieren den erstmal nur und dann wird er nachher verschoben. Auf die höhere Seite, weil man stellt sich ja irgendwie vor, die Leute müssen unten rumdackeln. Hier macht man gleich noch so einen Zaun, durch den die reinkommen können. Vielleicht hier so hin. Aus den Klappen raus kann geschossen werden. Nach unten, nach rechts und nach oben. Dann brauchen wir noch eine Tür. Dächer, Zierelemente, Fähnchen, Erweiterungen, haufenweise Steinerweiterung. Ja, das finde ich komisch. Eine Steinerweiterung für das Hauptgebäude, das es nur in Holz gibt. Können wir mittlerweile weitere Teile freischalten für den Turm? Ah, dafür brauche ich nur 15 Einfluss im Bereich Königreich, 15 Prunk, und den wiederum bauen wir über den Wehrturm. Deshalb können wir die weiteren Elemente noch nicht haben. Freischalten, okay. Also ich würde gerne auf 15 Prunk kommen. Gucken mal, wie die Türchen hier, wie das hier so aussieht. Auf der Rückseite natürlich. Damit die Feinde, die von vorne kommen, sich die Tür erstmal den Weg vorkämpfen müssen. Das liegt direkt am Hang. Ist doch wie gemalt. Perfekt, ist gekauft. Klasse. So, und was sonst noch? Tür ist drin. Ja, wir könnten sofort bauen. Wir können den Rest später anbauen dann. Wir können noch ein Dach draufsetzen, weil das sieht ja echt doof aus hier. Schau ich mal das Dach hier an. Aber der ist echt schön groß. Sieht gefährlich aus. Schießschachten kann man in alle Richtungen ballern. Finde ich okay. Kann man machen. Ja? Altier wäre der ohne so ein Zipfel obendrauf. Das ist der hier. Der ist schlichter. Der andere ist so ein bisschen angeberisch, ne? Der bringt keinen Prunk. Der bringt Prunk? Was? Der bringt einen Prunk und der bringt keinen. Weil er geringfügig mehr Materialien braucht, aber ist der viel hübscher. Höher geht nicht. Wir können mal gucken, ob wir das Gebäude hier höher machen können. Ob wir den hier höher machen können. Ja, so hätten wir dann 5 Prunk. Ist das realistisch oder ist der zu groß? Der ist ja fast so hoch wie die Kirche hier hinten. Das hier ist der Bergfried, der uns hier links bewacht. Ist das nicht zu hoch, Leute? Das ist doch irgendwie absurd, oder? Findet ihr nicht auch, das ist absurd? Ich hätte es gerne eine Stufe kleiner, also. Das passt doch überhaupt nicht. Das ist doch für eine Stadt. Wir haben ja gerade mal 270 Einwohner. Ihr findet, das passt. Meinen die anderen das auch? Wie das ihr meint auch, ja, ist viel zu riesig. Jetzt kommen die, werden die Leute wach, die sagen, ein Prunkdach drauf. Den Turm hang abwärts, das finde ich total unlogisch. Weil der Turm soll da auf Feinde schießen. Und man schießt von oben nach unten, hat man mehr Reichweite und kann besser treffen und kann schlechter getroffen werden. Also man kämpft immer von oben nach unten. Das ist der Weg, soll direkt am Weg sein. Hier ziehen wir gleich einen Zaun drumherum. Hier ist die Hanglage, also ich finde das optimal. Die Kirche kleiner machen. Willst du, dass ich die Kirche abreiße und dann kleiner mache? Das geht nicht, Grumpelpumpel. Du bist echt ein zerstörerisch. Etwas zerstörerischer Geist hier. Komm, wir bauen erstmal das Teil und dann bauen wir nachher weiter. Da müssen dann auch erstmal Baumeister hindackeln. Das dauert eine ganze Weile. Hier ist eine Bauhütte. Ist das die einzige Bauhütte? Weit und breit. Puh. Ist egal.
Machen wir nachher weiter. Fire and Forget oder Build and Forget wird dort hingesetzt und hier geht's jetzt weiter. Hier spielt eigentlich die Musik. Durchschnittlich attraktiv. Wie geht's der Köhlerei? Ach, da ist sie ja. Jetzt kommen Neuankömmlinge dazu. Drei Stück. Die arbeiten jetzt hier und holen sich das Holz und machen daraus Kohle. Und die Kohle landet dann nachher hier drin. Oh, hier bekommt schon Kohle von woanders her. Eisen auch. Woanders quillt das Lager übrig, hier kommt's hin. Es kann auch sein, dass die hier hin dackeln. Ich weiß es nicht. Brunnen gebaut. Also wir können natürlich auch sagen, ja, bis der Wehrturm hier steht. Die Träger müssen auch hin. Können wir schon mal ein Bauarbeitercamp direkt daneben stellen. So eins hier, so eine Bauhütte. Halbe Strecke. Achtung, müssen wir gucken, wo das hier gut hinpasst. Ah, das kann aber sehr weit entfernt sein von deren... Na, die Stelle eigentlich war ganz gut, weil das ist sehr weit weg von deren Wohnstätte. Da gibt es irgendwann Ärger. Setzen es hier mal hin. Da kommt sie hin, eine Logistik, eine Bauhütte hier vorne hin und die Leute dürfen dann hier arbeiten. Die Baumeister von eben werden genommen. Oh, ich hoffe, ich ziehe jetzt nicht gerade falsche an. Ui, das kommt davon. Ich habe die nur abgerissen, aber nicht vorher gefeuert. Das war ein Fehler. Ich hätte die erst feuern sollen. Das war nicht klug. Das war nicht clever. Jetzt gibt es ein Problem. Jetzt haben wir irgendwie so ein komisches Problem. Das hatten wir schon mal. Man muss, wenn man so ein Gebäude abreißt, die Leute immer erst einmal... Ah, das ist jetzt echt doof. Holzfällelager hier. Da brauchen wir wirklich niemanden. Wieder rüber. Förster, ein Neuankömmling bitte. Christina hat auch schon mal die Zonen hier, wo sie überall alles in Ordnung bringen sollen. Alles hier, komm. Alles bitte voll machen. Und die Abbauzone machen wir dann. Aber auch nichts findet ja gar keinen Abbau statt. Wir warten erstmal ab. Hier oben können wir ein bisschen abbauen.
3 Arbeitslose. Sägewerk. Wald. Haben wir alles, was wir brauchen an Haushaltswaren mittlerweile? Wie viel Kohle haben wir mittlerweile? Kohle ist da, Eisen ist so langsam da, Eisen, Erz ist da, Bretter sind da. Wir können das Tal ja bauen. Wir bauen die Werkstatt für die Haushaltswaren. Mit Priorität. Und danach noch ein Sägewerk, falls wir hier Probleme hätten mit Brettern. Ich will allerdings nicht haben, weil die von woanders herkommen. Und hier oben wiederum können wir für noch mehr Eisen sorgen. Wir bauen das hier auch nochmal einmal aus, die Eisenmine. Zweiter Teil. Alles klar? Beeren. Nahrungsmenge reichen knapp. Wir könnten auch überlegen, weil der dort ist, ist ja doch relativ groß geworden, ob wir entweder noch ein Bärengebiet uns dazu holen, nämlich das hier vorne. Oder ob wir hier noch eine Käserei hinstellen. Aber die Käsereien sind auch relativ aufwendig zu bauen. Marktplatz brauchen wir auch. Ich bin dafür, dass wir uns das Gebiet noch holen und da vorne auch Käse sammeln. Da vorne auch Käse. Da vorne auch Beeren sammeln. Käsebeeren oder Bärenkäse sammeln. Sammlerhütte hier hin. Beeren benötigt man immer. Fachsimpel Sims Atelier. Ah, ein Käsefreund meldet sich im Chat. Siedler und meint, ich ziehe Käse vor, bitte keine Beeren. Feinde Nerd of Empires gibt es ja keine, ne? Guten Abend an Please. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wie macht sich eigentlich... Irgendwie haben wir den Ort hier so ein... Wisst ihr was? Wir fangen schon mal an, ein paar Zäune zu bauen, da wo wir glauben, dass es schick aussieht. Wir checken alle Waren. Haben wir von allem genug? Haben wir genug Bier? Mehl geht alles. Das ist wegen dem Regen. Ja, solange wir genug Weizen... wir haben kein Mehl. Das könnte sein, wir haben nur eine Mühle, dass in der einzigen Mühle eventuell kein Arbeiter gerade ist. Nee, zwei da. Hier vorne sollte Weizen sein. Naja, das wird sich gleich lösen. Haufenweise Honig, das ist gut. Bier auch genug. Luxusgüterproblem behoben. Wir können sogar Leute befördern, so langsam. Wir haben von allen Waren genug. Wir können bei der nächsten Beförderung nochmal aus 2 Häusern mit gemeinen Bürger machen. Echte Bürger. Und wir haben alles dafür da. Können wir uns gönnen. Wie sieht es hier vorne aus? Der hölzerne Wehrturm. Entsteht im Schneckentempo.
Hier wird die zweite Eisenmine gebaut. Förster arbeitet, Forsthaus. Hier oben, ja, hier entstehen zwei Sammlerhütten. Ich frage mich gerade, ob wir. Es reicht eigentlich den einen Speicher hier unten. Der ist zwar, ach, der ist sehr weit weg. Den sollten wir irgendwie mittiger hinstellen und mit dem Umziehen und woanders neu. Die Marktfrau oder der Marktmann holt sich aus dem Speicher alles. Könnten den auch hier in die Mitte stellen, den Nahrungsspeicher. Weil die Leute holen sich immer alles, was sie brauchen. Das heißt, die Träger holen sich das Zeug und das ist ja, obwohl, ob die Träger jetzt hier hinlaufen, ob die den Weg rauflaufen da oben hin. Aber wenn die hier oben hinlaufen, ja, dann werden die ja. Wir ziehen um. Mache erstmal, dann ziehen die hier einen Weg rüber und dann werden ja keine Wohnungen entstehen. Machen hier einmal verbotenes Land. Einmal hier so quer durch. Ich will nicht, dass die Träger. Ich will nicht, dass die Träger hier quer durchlaufen und Wege ziehen, sodass wir da keine Wohngebäuse einsetzen dürfen. Das wäre echt doof. Da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb bauen wir jetzt einen zweiten Speicher. Hier in die Mitte. Und dann können die hier den Weg, wo die schnell unterwegs sind, langlaufen. Und dann hier quer rauf über diese Straßen da oben hin. Hierhin. Hat auch keinen negativen roten Radius, kann man machen. Kann man hier auf diese. Hier so hin. Einmal fix bauen, bitte. Ob die Ressourcen für dieses kleine Dorf einzeln angezeigt werden, fragt Wusis, die werden angezeigt für die gesamte Karte. Die Lösung für das Bären versus Käse Problem wurde gefunden von Nerd of Empires. Gebackener Camembert mit Preiselbeeren. Salomonische Lösung, den habe ich nicht. Total lecker, im Ernst. Allein die Erinnerung daran habe ich lange nicht mehr gegessen. Lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen, ohne Scheiß. Alle Leute, die Neuankömmlinge, die mittlerweile zu Leibeigenen gemacht werden können, machen wir auch. Und wir wollten hier in der Stadt noch ein super Akt, zwei super coole Häuser auch nochmal befördern. Hier ist ein Luxusgüterstand, da oben ist auch einer. Das ist die Taverne. Sehr hohe Attraktivität. Gemeine ist zufrieden, 100%, ein Haus durchbefördern, 100%, minus 2 nur. 100, 133. Warum denn nur minus 2? Baumeister, ach so. Scheiben, es ist der, den ich. Nee, keine Ahnung. Ach so, das ist jemand, den ich. Dem weisen wir mal einen anderen Beruf zu. Ich glaube, Leonor ist jemand, den wir hier oben hingeschickt hatten. Es ist die Kacke am Dampfen. Jetzt ist der total mies gelaunt. Nee, es ist nicht. Ach, wir hatten seine Bauhütte abgerissen. Irgendwie so eine Geschichte. Ach komm, wir befördern die fünf.
Die fünf werden befördert. Von Gemeinen zu Bürgern. Sortieren nach Namen bitte. Alle nur in einem Haus, damit nicht alle Häuser umgebaut werden müssen. Ach komm, wir befördern nur die, die auch nicht abhauen. Isalda wird befördert. Alika wird befördert. Leonor wird nicht befördert. Sehe ich gar nicht ein. Techilde. Und immer das noch mit einem weiteren Haus. Theodisia. Und Trüston. Wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Ist aber noch genug Geld in der Kasse, um nur ein weiteres Haus zu befördern. Ingrid, die ist zufrieden. Ja, alle zufrieden. Oh Gott. Aller wird schon mal nicht befördert. Haut sonst nur ab. Die werden alle befördert. Weil die Beförderungen sind so teuer hier. Das sollte man sich schon ein bisschen überlegen. Auch wenn wir in Geld schwimmen, aber wenn die nachher die Stadt verlassen, ärgern wir uns schwarz. Und Ingrid. Jetzt können wir uns nur ein Haus gönnen. Dann gucken wir mal, wie es mit dem Geld weitergeht. Bernaldo ist zufrieden. Kradea ist zufrieden. Kreadea. Was für ein hübscher Name. Euler ebenfalls. Maudelen. Wunderbar. Perfekt. Alle zufrieden. Ja. Jetzt habe ich sie nur mal alphabetisch geordnet, wenn ich nicht so lange scrollen muss. Und noch zwei. Geld so gut wie alle reicht. Rest reicht. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Leute irgendwo einstellen können. Mr. Jupa. Jumema Romba, danke fürs 28. Abo. Zum 28. Mal quälst du meine Zunge und erfreust mein Herz. Vielen Dank fürs Abo und schönen guten Abend. Ganz treue Seele hier. Sammlerhütte gebaut. Jetzt können wir hier gleich Leute einstellen. Zwar von den Neuankömmlingen hier.
sind die vier. Ganz wichtig befördern, damit die Wohnungen beziehen hier in der Nähe und nicht auf die andere Flussseite dackeln. Schon wieder zwei neue Leute, perfektes Timing. Ach, jetzt sind sie nicht mehr da, schade. Timing nicht mehr so perfekt. Ist unser Forsthaus alles okay? Ist unser Lager fertig, unser Speicher? Wird gemacht. Go! Das ist ganz wichtig, sollte schnell geschehen. Bau ist priorisiert. Sägewerk fehlt noch. Die Werkstatt entsteht hier. Top. Bald sind wir fertig mit der Kette. Und hier hinten. Der Produktionsketten für die Haushaltswaren. Hölzner Wehrturm im Schneckentempo. Drumherum können wir gleich noch, wenn er einmal steht, noch einen Zaun machen und ähnliche Sperenzchen. Das ist unsere kleine Minisiedlung, die hier entsteht. Ich müsste wahrscheinlich irgendwas, was ich wieder nicht will. Ich habe keinen Bock drauf. Wir schwimmen in den Einfluss. Wie schön unser Dorf hier sich macht. Ich bin total begeistert. Fasziniert mich mehr, wie man aus dem Nichts, weit weg von der Hauptstadt, ein Dorf bauen kann, als irgendein Prunkbau, den man drüben gebaut hätte. So aus dem Nichts erstmal lange Wege, systematisch aufgebaut. Sowas macht mir echt Freude. Hat mir echt Spaß gemacht.